Also, ich muss eine spontane Frage stellen. Das ist die Idee vom Goethe-Institut und eigentlich soll ich dir drei Fragen stellen, hier in Barcelona für den kleinen Kurs, den wir gemeinsam abhalten. Und ich habe mir das überlegt. Ich glaube, ich möchte dir nur eine Frage stellen, aber wir können etwas länger darüber reden, wenn du dazu bereit bist. Das würde mich sehr freuen. Und ich möchte dich spontan aus dem Ärmel heraus fragen, ob es irgendetwas gibt, wovor du Angst hast. Qué pregunta. Es una pregunta 100% Oliver Kluck. Como a todos, yo creo que hay momentos en la vida que somos muy felices y que hay momentos que no lo somos tanto y hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos dan miedo o que nos molestan o que nos incomodan. Sí, claro que hay cosas que me dan miedo. Cosas que no me gustan, cosas que me ponen nervioso, cosas que me hacen sentir incómodo. Creo que si no, no sería humano, básicamente, porque creo que forma parte de la vida humana, pues ser muy feliz en unos momentos y en otros momentos estar triste y en otros momentos no tener ningún tipo de miedo y estar completamente despreocupado y en otros momentos tener mucho miedo. O sea que sí, que hay cosas que me dan miedo. Also, über die Frage der Angst können wir also ein bisschen mehr noch reden. Also wir sehen schon jetzt an unserem kleinen spontanen Gespräch, dass sie gar nicht ohne weiteres zu beantworten ist. Und ich habe Lust darauf, ein bisschen über solche Sachen zu sprechen. Ich glaube, es ist ein literarisches Thema halt auch, die Angst. Und schon die Angst davor, nicht spontan zu wirken, nicht locker zu wirken, nicht spontan antworten zu können, langsam zu sein, zeigt doch auf, dass wir etwas Gutes gefunden haben, worüber wir sprechen können. Wir haben jetzt zweimal drei Veranstaltungen oder dreimal zwei, so ist es, glaube ich. Und ich denke, wir werden mit der Angst anfangen. Das ist ein ganz guter Einstieg, weil es ist so dieses deutsche Thema. Es gibt diese German Angst und all diese ganzen Sachen. Und wir werden, glaube ich, da zu anderen literarischen Themen noch kommen, ohne dass wir so furchtbar akademisch werden müssen oder so eine Art Schulausbildung machen oder was auch immer. Und das passt auch ganz zu mir, weil ich selber ein ganz schlechter und mieser Student war und auch ein schlechter und mieser Schüler und eigentlich nur Schreiber geworden bin, so vermute ich es jedenfalls, weil ich in diesen ganzen anderen Bereichen kläglich gescheitert bin. Und halt jahrelang auch Angst davor hatte, dass das auffliegt. Dabei war es schon längst offensichtlich. Also könnte vielleicht die Überwindung der Angst auch ein Stück weit Teil unserer Arbeit werden für die nächsten 3 Wochen. Sí, yo de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que es una pregunta interesante y que puede llevar a la escritura dramática. De hecho, no estoy seguro de si fue el año que tú estuviste aquí en la Beckett, pero en una de las ediciones del Obrador de Estiu con Simon Stephens, uno de los temas que él ha propuesto a los dramaturgos emergentes que participaron en su taller era el miedo. El miedo y a qué tenían miedo los dramaturgos, y básicamente era concebir este miedo como fuente creativa. Ich glaube, wir kommen halt über diese Frage und ähnliche Fragen, also die Frage der Angst, die Frage des Zweifels, auch zur Inszenierung des Autors. Oder wir sind im Kurs ganz verschiedene Leute, es sind auch Schauspieler dabei, also die Inszenierung der Künstlerpersönlichkeit, wenn man so möchte. Und damit wollen wir uns auch ein bisschen beschäftigen. Also ganz praktisch, dass wir sehen können, wie man sich schon allein über eine Körperhaltung inszenieren kann. Die Unfähigkeit, eine einfache Bitte zu erfüllen, also halt drei Fragen zu stellen. Warum macht man sowas? Warum bekommen wir es nicht hin, so einen einfachen Auftrag zu erfüllen? Warum ist alles so furchtbar kompliziert? Und wie können wir diese Unfähigkeit nutzen, sublimieren, um etwas daraus zu bauen, was für uns als, ja, als Schreiber oder als Schauspieler, was auch immer, nützlich sein kann, was uns ein bisschen schützt, dass wir unsere Arbeit in Ruhe machen können und das tun können, was tatsächlich wichtig ist. So, und da wollen wir vielleicht schauen, ob wir ganz praktische Methoden finden, wie man das machen kann.
Also einfach versuchsweise. Also mit anderen Worten, es wird eine katastrophale Veranstaltung, vermute ich, die uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und das wäre eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Sí, quizás. Yo lo que diría es que la vida, básicamente, no es más que una escenificación constante. Es decir, que nosotros, cuando vivimos en nuestro día a día, en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, muchas veces estamos escenificando. Eso no quiere decir que seamos falsos, ni que no seamos sinceros, ni nada de todo eso. Simplemente que nos organizamos y planeamos cómo actuar, lo que vamos a decir, dónde vamos a ir y lo que vamos a hacer. Por tanto, esta escenificación de la que hablabas no es más que una escenificación un poco más detallada de lo que yo creo que hacemos constantemente en la vida real. Por otro lado, estoy seguro de que tu taller, en tu taller encontraréis muchas soluciones y muchas respuestas a esta supuesta situación catastrófica a que planteabas hace unos segundos. Porque de hecho, un taller para mí no es llegar a una verdad absoluta, sino que básicamente es encontrar respuestas que provoquen más preguntas que luego nos llevarán a más situaciones catastróficas y que permitirán llegar o encontrar más soluciones y más respuestas, y así infinitamente. O sea que si realmente tu taller funciona así, nosotros estaremos, desde la sala Beckett, estaremos muy contentos.